Ja, also vor den Ferien hatten wir ja die PQ-Formel und deshalb will ich die einfach nochmal wiederholen, um dass wir nochmal reinkommen und dass wir dann alle wieder schön ordentlich weitermachen können. Also die Formel hieß ja x 0 1 2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus minus, Entschuldigung, p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. So, das ist einfach unsere einfache Formel. Und dass wir einfach nochmal hier ein bisschen reinkommen, will ich die einfach nochmal herleiten. Also wir hatten das ja x Quadrat plus irgendeine Zahl mal x plus q ist gleich 0. So, und dann wollen wir einfach gucken, dass wir die einfach mal herleiten. Das muss man nicht wissen, aber wenn man es weiß, ist man, würde ich mal sagen, klar im Vorteil. Also fangen wir einfach mal an. 0 ist gleich x Quadrat plus irgendeine Zahl mal x plus q. So, und dann sagen wir uns einfach, aha, wir machen jetzt einfach mal 0 ist gleich x Quadrat plus nochmal irgendeine Zahl mal x plus p halbe in Klammern zum Quadrat minus p halbe in Klammern zum Quadrat. Das ist einfach unsere quadratische Ergänzung und dann schreiben wir einfach dieses plus q, schreiben wir einfach nochmal ab. Und dann haben wir das schon. So, dann sehen wir ja, dass wir eigentlich dieses Ding hier zusammenfassen können. Dann sagen wir einfach 0 ist gleich x Quadrat. Das ist nicht richtig da. So, 0 ist gleich x plus p halbe in Klammern zum Quadrat. Und das Ding schreiben wir einfach nochmal ab hier. Also minus p halbe plus q. So, und dann. Also, dann wollen wir einfach mal dieses Ding hier rüberbringen. Also sagen wir einfach mal plus p halbe in Klammern zum Quadrat. Das heißt dann p halbe in Klammern zum Quadrat minus q soll dann sein x plus p halbe in Klammern zum Quadrat. So, und dann müssen wir einfach mal gucken, dass wir hier die Wurzel einfach ziehen. Also sagen wir einfach mal plus minus die Wurzel. Und dann meist das ganze Ding plus minus die Wurzel. P halbe in Klammern zum Quadrat minus q ist gleich x plus p halbe. So, und dann müssen wir einfach mal dieses p halbe wollen wir jetzt ja auch noch rüberkriegen, also sagen wir. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal dieses p halbe rüberkriegen, damit wir dann wieder auf unsere letztendliche Formel kommen. Also sagen wir einfach minus p halbe. Ein bisschen schicker, so. Dann heißt das ganze Ding minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q ist dann gleich unser x. Und dann sagen wir einfach minus p halbe plus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q ist dann unser x 0 1 und unser x 0 2 wäre dann minus p halbe plus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q, aber jetzt habe ich hier gerade einen Fehler gemacht, sehe ich auch, das muss natürlich ein Minus hin. Ja, das hier muss natürlich ein Minus hin, ist dann unser x02. So, so hieß das ganze Ding dann und jetzt will ich einfach mal als Einstieg eine einfache Aufgabe machen. Da nehme ich jetzt einfach mal x Quadrat
minus 2x minus 15 ist gleich 0. So, dann müssen wir einfach mal gucken. Dann schreiben wir, ich mache es jetzt mal ganz ausführlich, x0, 1, 2 ist gleich minus p halbe, also das ist ja unser p und das ist ja unser q. Und dann sagen wir einfach minus p halbe, also weil es ja minus p halbe heißt, minus mal minus ist plus, also ist das dann plus 2 halbe plus minus. Plus minus die Wurzel aus 2 halbe zum Quadrat plus 15, weil das ja auch minus q heißt. So, und dann sagen wir einfach 2 halbe ist ja 1, also sagen wir einfach x0, 1, 2 ist gleich 1 plus minus 1 zum Quadrat ist ja auch wieder 1, also 1 plus 15. So, und dann sagen wir einfach, machen wir einfach hier weiter. X0, 1, 2 ist gleich 1 plus die Wurzel aus, also 1 plus 15 ist ja 16 und die Wurzel aus 16 ist 4. 1 plus minus 4. Dann wäre unser X0, 1 wäre dann ganz einfach 5. Und unser X0, 2 wäre einfach minus 3. Weil dann rechnen wir 1 plus 4 ist 5 und 1 minus 4 ist minus 3. So, das wäre dann unsere erste Aufgabe, die jetzt ganz einfach war und die ist dann auch gelöst. Donnerwetter, alle Achtung, schönes Ergebnis, schön dargestellt. Ich mache an der Stelle erstmal Stopp für das Video, auf das wir dieses Video dann in drei Teile zerlegen. Das wird noch spannend, kann ich euch allen sagen. Auch die ihr zuguckt aus der ganzen Welt mittlerweile, das wird spannend.